Wie der Adhan zur scheinbar alles entscheidenden Schicksalsfrage wurde, zeigt der jüngste Fall in Berlin-Neukölln, wo politisch motivierte Akteure die Ereignisse rund um eine Adhan-Erlaubnis instrumentalisierten, um einen künstlichen Skandal zu konstruieren. Doch was war passiert? Die in Neukölln ansässige Dar es Salaam-Moschee verkündete die Genehmigung erhalten zu haben, am 3. April erstmals den Adhan, also den Gebetsruf, öffentlich ausrufen zu dürfen. Hierauf reagierte die islamfeindliche Aktivistin Nina Köhnen sofort und begann über Social Media Stimmung gegen die Dar es Salaam Moschee und ihre Verantwortlichen zu machen. Darüber hinaus zeigte sie deutlich, dass es ihr eigentlich darum ging, die Erlaubnis für das Ausrufen des Adhan wieder rückgängig zu machen. Hierfür kontaktierte sie den Neuköllner Kommunalpolitiker Falko Lieke von der CDU und stachelte diesen regelrecht an, um gegen die Ausrufung des Adhan vorzugehen. Dieser wiederum witterte nun die Chance, sich durch islamfeindliche Rhetorik und entsprechende Maßnahmen öffentlich zu profilieren. Dabei wird der Adhan der Dar es Salaam Moschee von Lieke mit einem Kampf zwischen Scharia und Demokratie gleichgesetzt, den der engagierte Lokalpolitiker Lieke nun an vorderster Front für das deutsche Volk zu kämpfen bereit ist. So in etwa lässt sich die eigentliche Botschaft des Lieke-Postings zusammenfassen. Und wir halten an dieser Stelle fest, vom Coronavirus fehlt bisher jede Erwähnung. Es geht den beiden Akteuren von vornherein um einen ideologischen Kampf gegen Muslime und darum, die Aktion zu boykottieren. Und um das zu gewährleisten, gingen sie auf perfide Weise vor. Nachdem die Muslime nämlich diesem einmaligen Ereignis in der Geschichte Neuköllns beiwohnen wollten, kam es zu einem Einsatz der Polizei, die die ungeplant entstandene Menschenansammlung auflöste. Die Verantwortlichen der Moschee sicherten der Polizei überdies zu, über die sozialen Medien nochmals darauf hinzuweisen, dass den Gebetsrufen nicht durch persönliches Erscheinen gefolgt werden müsse und dass die Rufe bei erneuten Menschenansammlungen sofort beendet würden. Strafanzeigen gab es übrigens auch keine. Jedoch gab die Polizei am Folgetag via Twitter bekannt, dass in Abstimmung mit den Moscheeverantwortlichen vorerst auf eine weitere Ausrufung des Adhan verzichtet wird. Nun, was von den zuständigen Polizeibeamten offenbar als organisatorische Unzulänglichkeit behandelt wurde, ohne die Moschee oder den Adhan grundsätzlich zu problematisieren, wurde von Lieke und Köhnen für ein konkretes Adhan-Verbot instrumentalisiert. Doch damit nicht genug, denn der Fall Neukölln schaffte es über die mediale Berichterstattung und Skandalisierung zu bundesweiter Relevanz. So nutzte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Wittmann-Mautz von der CDU, diesen Vorfall, um Muslimen allgemein eine, wie berichtet wurde, Ansage über Corona-Schutz im Ramadan zu machen. Eine weitere Stigmatisierung der Muslime und Fortsetzung der nun etablierten Narration, dass die Muslime besonders in der Corona-Krise eine Gefahr für die gesamte Gesellschaft darstellen würden. Dies zeigt deutlich, wie die Islamfeindlichkeit alle Ebenen der Politik erfasst hat, vom relativ unbedeutenden Lokalpolitiker bis in die obersten Ebenen der Politik, bis in die Bundesregierung. Geliebte Muslime, der Adhan ist so alt wie der Islam selbst und er gehört keiner bestimmten Denkschule, Strömung, Richtung oder Gruppierung, sondern den Muslimen insgesamt. Lasst euch also nicht von politischen Kampfbegriffen wie legalistischer Islamismus oder politischer Islam in die Irre führen. Begriffe dieser Art dienen islamfeindlichen Akteuren als Instrument der Spaltung und um ihre grundsätzliche Aversion gegen den Islam zu verschleiern, die sich gegen sämtliche Akteure der islamischen Community, also gegen die islamische Community in ihrer Gesamtheit richtet. Weiterhin müssen wir begreifen, wie skrupellos Islamfeinde vorgehen. So nutzen sie selbst die Corona-Krise, also Zeiten, in denen die gesamte Gesellschaft ohnehin verunsichert ist, um gegen Muslime und die islamische Lebensweise zu hetzen. So möge Allah subhanahu wa ta'ala die Reihen der Muslime schließen und uns ein Einstehen füreinander ermöglichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die islamische Community zu einer bewussten und starken Community werden lassen, welche den ideologischen Angriffen auf ihre Integrität und Identität gegenübersteht und diese gemeinsam abwehrt. Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten.